Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Allgemein wird noch was kommen, allgemeiner Content. Ich bin zurzeit nur gerade übelst faul und demotiviert, deswegen irgendwann gibt es Mario Kart 8 Deluxe Part, den ich auch schon längst verschoben hatte, den ich eigentlich auch machen wollte. Aber egal, ich habe es euch extra so eingeblendet, Live-Commentary. Die Android Beta ist gestartet. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal E-Mail-technisch, also ein E-Mail-Account, mit euren E-Mail-Account registrieren. Dann werdet ihr in so eine sogenannte Warteschlange hinzugefügt. Also ihr bekommt die Installation direkt noch nicht instant, sondern müsst dann irgendwann mal warten. So ist es bei mir. Ich bin zwar kein Handyspieler, aber zum Antesten werde ich es machen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze aufnehme. Weil ich habe kein iPhone, wie gesagt, nur ein Android. Und ich kann nicht über USB oder so und wie auch immer das Ganze so komisch verbinden, dass ich das so machen kann wie normale Aufnahmen. Über PC, Switch und dergleichen, so Elgato-technisch. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach und zock's privat, keine Ahnung. Mal schauen. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr es auch schon, aber ich möchte es euch trotzdem vor allem nochmal informieren. Wie gesagt, ihr könnt die Android-Beta... Okay, nicht jetzt direkt zocken, aber wie gesagt, ihr könnt dafür euch registrieren, bla bla bla. Ich will euch nicht wiederholen, sonst kommt das Ganze wieder ein bisschen dumm rüber. Das war's aber eigentlich auch schon. Und ja, ich werde es auf jeden Fall anzocken. Ich weiß, wie das Gameplay aussieht. Es ist komisch, D-Pad-Steuerung und alles drum und dran. Aber ich werde es auf jeden Fall antesten. Genug wiederholt. Das war's schon. Und ich erwähne es jetzt nicht direkt mit Like und Abo, aber... Indirekt habe ich eigentlich schon gesagt, aber wie gesagt, das war's auch schon. Haut rein und bis zum nächsten Mal.